Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Monkey Island Teil 3. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir waren gerade dabei, uns weiter umzuschauen, mal die ganzen Bilder hier anzuschauen. Captain Charles Vane, 7 Fuß groß war unser Kapitän. Seine Spitzen sind gefärbt, hättet ihr es gesehen? Nee, ich glaube nicht. Ein weiterer zufriedener Kunde. Jack Rackham. Um sein Aussehen gab der Gauner viel. Jack bevorzugte den glatten Stil. Okay. Und der Papagei? In liebevoller Erinnerung. Crackers. 1684 bis 1685. Captain Steed Gromit. Er stritt und kämpfte hart. Treten und schlagen war seine Art. Dann kam er zum besten Friseur am Platze. Er ging raus und hatte eine Glatze. Okay. Thomas Lüstern. Er war gefährlich und sehr raffiniert. Und schön waren seine Haare glasiert. Edward Kreisch. Ging es um Rum, war Edward Kreisch vor gar nichts fies. Er trank eine ganze Flasche, während er sich die Haare kräuseln ließ. Rachel Schrei. Diese Lady war bestimmt kein Debütant. Und mit Dutt am Kopf tötete sie 20 Mann rasant. Hui, ich wette, die schneidet alles durch. Das ist durchaus möglich. Wir kommen noch nicht ran, oder? Ich komme nicht ran. Haarschnitte für den kritischen Piraten. Frühjahrsausgabe. Es ist ein Stein und außerdem ein Briefbeschwerer. Okay, das Buch können wir wahrscheinlich nicht mitnehmen. Ich warte auf die Verfilmung. Nicht anfassen, du Missgeburt. Oder dieser Affe könnte meinen Haarschnitt ruinieren. Ja, okay. Was bist du für einer? Du siehst wie ein echter Profi aus. Dann reden wir mal mit dir. Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood und ich bin ein mächtiger Pi. Ruhe! Rat! Hä? Lenk ihn nicht ab, während er an mir arbeitet. Ei, mein Jung, warte, bis du dran bist. So ist das bei den Piraten. Ja, okay. Das heißt, wir müssen erst ihn loswerden, damit wir ihn, fragen können, ob er bei uns in Dings sein will, in unsere Crew reingehen will. Er scheint gereizt zu sein. Captain Richelieu. Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood. Ich verstehe. Und mir ist es egal. Ja, aber wir sind ein mächtiger Pirat. Ich bin ein mächtiger Pirat. Ha! Was soll das heißen? Ha! Ich meinte es, wie ich es sagte. Ha! Wenn du ein mächtiger Pirat bist, bin ich kahlköpfig. Dann können wir vielleicht was machen dafür. Ich bin mächtig genug, LeChuck zu schlagen. 2-mal! LeChuck? Ha! Auch wenn er tot ist, gibt es keine Entschuldigung für dieses Haar. Sie sind also Schiffskapitän, was? Nicht irgendein Schiffskapitän. Sag mir nicht, dass du noch nie von Captain René Richelieu gehört hast. Ich habe noch nie etwas von Captain... Ich bin ja nur der gerissenste und gepflegteste Kapitän, den es je in der Karibik gab. Okay. Ich glaube nicht, dass er das will, aber wir fragen trotzdem mal. Würden Sie gerne in meine Mannschaft kommen? Ich? In deiner Mannschaft? Bitte lass mich nicht in hysterisches Gelächter ausbrechen, während dieser Answurst an meinem Aar arbeitet. Warum wollen Sie nicht in meine Mannschaft kommen? Ich diene unter keinem Mann oder Junge. Nur eine Sekunde. Wenn es irgendeinen Schatz zu finden gibt, bin ich der Mann, der ihn findet. Und ich werde absolut fantastisch aussehen, während ich das tue. Nun, ich wollte Sie sowieso nicht in meiner Mannschaft haben. Nee. Das ist dein Problem. Und Junge, ab mit dem Pferdeschwanz. Er ist so altmodisch. Wussten Sie, dass Sie langsam grau werden? Das werde ich bestimmt nicht. Verstehen Sie mich nicht falsch, graue Haare stehen Ihnen. Es ist nicht, ich meine, natürlich werde ich. Aber darüber muss ich mir noch ein paar Jahre keine Gedanken machen. Wenn ich Sie wäre, würde ich mir mehr Sorgen über Haarspliss machen. Haarspliss? Ich muss dir sagen, dass ich schon Männer für weniger verleumderische Kommentare getötet habe. Ja, das hört er nicht so ganz gerne. Da, das stellt eine Stelle, die kahl wird. Sie haben hier hinten eine Stelle, die kahl wird. Was? Das ist natürlich gelogen. Wenn Sie es sagen. Alles, was ich weiß, ist, dass hier hinten definitiv ein Glänzen zu sehen ist.
Sie scheinen reizbar zu sein. Kommt das von Ihrer trockenen Kopfhaut? Meine Kopfhaut wird liebevoll mit den feinsten Cremes und Ölen der Welt massiert. Zweimal am Tag. Das ist ein bisschen mehr, als ich wissen wollte. Deine belanglosen Stimmt. Sticheleien und Beleidigungen bedeuten mir nichts. Heutzutage gibt es gute Anti-Schuppen-Shampoos. Ich schlage vor, du gehst jetzt, bevor du mich zwingst, meine Ehre zu verteidigen. Feuer! Rette euer Leben! Ich bin sicher, die Behörden haben die Situation wahrscheinlich unter Kontrolle. Nur für den Fall, Barbier. Mehr Feuchtigkeitscreme. Tollwütige Hunde sind los! Raus hier! Ich höre nichts. Da sind keine tollwütigen Hunde los. Das ist nur, was sie dich glauben machen wollen. Da ist ein axtschwingender Verrückter an der Tür. Flieht! Vielleicht solltest du dich selbst opfern, damit der Rest von uns gerettet wird. Die Rufe kommen aus dem Friseurladen. Ihr müsst sofort hinaus. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Lass uns alleine. Puh, da gibt's aber auch viele, 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 viele Dialogzeilen. Ein Sturm kommt auf. Am besten setzen sie sich in Bewegung. Es könnte ein Tornado sein. Dann bleibe ich ganz bestimmt drin. Die Feuchtigkeit schadet meinem Haar. Captain Röchelieu, Ihr Pieper. Schreib auf, wer's ist. Wissen Sie, zu langes Sitzen kann ungesund sein. Es ist ein großes Risiko für die Herzkranzgefäße. Ich glaube, ein netter Trimtrab ist genau das, was Sie jetzt brauchen. Auf Sie! Geh weg. Okay. Sie scheinen beschäftigt zu sein. Ich komme später wieder. Jetzt können wir gerade nichts mehr machen. So, was ist das hier? Wir haben Glas mit Kämmen. Das sind Kämme, die in diesem blauen Zeug schwimmen. Kann man die mitnehmen? Hände weg von den Kämmen. Die gehören uns. Ja. Schaut gerade keiner hin? Nee, das sehen sie immer. Hände weg von den Kämmen. Die gehören uns. Das sehen sie immer. Vielleicht für später irgendwann mal. Es ist ein Kamm, wahrscheinlich aus dem Kieferknochen eines fast ausgestorbenen Meeressäugetiers gemacht. Finger weg von diesem Kamm oder ich knall dir eine, du diebischer Hund. Ja, von dem eine geknallt zu bekommen, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Es ist der Hebel, mit dem der Friseur den Stuhl nach oben und unten verstellt. Ah, lässt du wohl die Finger davon, du Haarterrorist? Haarterrorist, haha. So, aber erinnert ihr euch, wir haben Läuse. Und er ist doch so empfindlich auf Dings. Ich meine, das wird wahrscheinlich jetzt nicht gehen. Ich glaube, er würde es merken. Ja, aber wenn wir es an den Kamm machen? Hey. Heilige Pest, Sie sind von den Haardämonen besessen. Wovon redest du? Das verfluchte Kopfungeziefer, die Geißel jedes hygienischen Seemanns auf den sieben Meeren. Das ist gelogen. So wahr ich hier stehe, sie tummeln sich auf ihrem Skalp wie ein Haufen elender Seelöwen. Guter Vergleich. Das erfordert drastische Maßnahmen. Ich hol den Kahlmacher. Na, lasst uns nicht zu voreilig sein. Voreilig? Das ist ein schlechtes Zeichen. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ich muss amputieren. Nein, du wirst mein A ruinieren. Ich glaube, damit sind wir fertig und können mal mit ihm reden jetzt halt endlich. Puh, das war aber echt ein Kahlschlag gerade. Ahoi da, ich bin Guybrush Threepwood. Hier, um all deine bösen Piratenbedürfnisse zu befriedigen. Ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen, Guybrush. Ich bin Haggis McMutton vom Clan der McMutton. Wie bist du zum Piratenfriseur geworden? Ich verbrachte 10 Jahre an Bord der MS Unbeliebt, dem schnellsten Schiff der schottischen Marine. Und wie hat dir das geholfen, Piratenfriseur zu werden? Wir durchkämmten damit die Meere. Ah. Sie durchkämmten die Meere. Ah, Mann, das ist echt gut. Ich möchte gerne mehr über sichere Arten des Haarersatzes wissen. Ach, sowas gibt es nicht. Es ist kein gutes Ding, der Natur ins Handwerk zu pfuschen. Also hast du diesen Salon eröffnet. Ei, aber nicht alleine. Ich begann das Haareschneiden so zu lieben, dass ich 2 meiner besten Freunde davon erzählte. Und die erzählten es auch 2 Freunden. Ei, und die erzählten es 2 Freunden und so weiter und so weiter.
Kennst du irgendwelche mitreißenden Piratengeschichten? Nun, da ist also die Geschichte vom Geheimnis von Bulky Island. Wir waren eine Mannschaft von 2 Männern unter dem Kommando von Big Jake McMoloch, dem mächtigsten Kapitän der Meere. Eines Nachts hörte Captain Jake im Hafen die Geschichte von einem riesigen Schatz, der irgendwo auf Bulky Island vergraben sein soll. Wir setzten Segel, erreichten die Insel innerhalb von 14 Tagen und fanden den Schatz am nächsten Morgen. Okay, Bulky Island. Wo liegt das? Und wie riesig war der Schatz? Wie riesig ist der Schatz, über den wir hier reden? Immens. Unglaubliche Mengen von Gold, Silber, Juwelen und Rabattmarken der umliegenden Restaurants. Oh, es war ein wunderbarer Anblick. Eine gewaltige Kiste aus solidem Gold. Big Jake sprang in das Loch und warf seine sehnigen Arme um die Kiste, nahm seinen Mumm zusammen, zählte bis 3, füllte seine Lungen und zog mit all seiner Kraft. Das Knacken seines Rückens ließ selbst die härtesten Männer seiner Besatzung das Gesicht verziehen. Bei Einbruch der Nacht lagen wir alle am Strand und wanden uns vor Schmerzen. Warum habt ihr keine Seile und Winden benutzt? Das wäre was für Schwächlinge gewesen. Der Pirat Angus McAxe war uns nach Bulky Island gefolgt und wollte den Schatz für sich. Der Schwächling benutzte einen Hebel, schnappte sich die Kiste und lachte uns aus, während er sie zu seinem Schiff trug. Und mein stolzer Captain starb völlig verspannt, während er sich dafür verfluchte, dass er nicht stark genug war. Würdest du gerne meiner Besatzung beitreten? Du scheinst in Ordnung zu sein, Guybrush. Aber kein Mann kann mir als Captain dienen, bevor er nicht meinen Respekt verdient hat. Und wie könnte ein Mann das anstellen? Indem er mich in einem jahrhundertealten Test der Stärke besiegt. Football nach australischen Regeln. Umzug helfen. Umzug helfen. Dir beim Umzug helfen? Oh, würdest du das tun? Ich habe nur ein Bett und ein paar Bücherkisten. Ich habe nur Spaß gemacht. Was ist der wirkliche Test der Stärke? Nein, ich rede vom traditionellen Highlander-Test der Stärke und der Männlichkeit. Dem Stammwurf. Oh. Was um alles in der Welt ist ein Stammwurf? Der Stamm ist ein großes Stück Baum. Wir gehen zum Spielfeld und jeder von uns wirft den Stamm so weit er kann. Derjenige, der ihn am weitesten wirft, ist der Sieger. Das ist der bekloppteste Sport, von dem ich je gehört habe. Und ich habe Kabelfernsehen. Ei, aber mit Traditionen lässt sich nicht diskutieren. Klingt toll. Fangen wir an. Ach, das geht doch hundertprozentig schief. Ich würde niemals einem so schwachen Kapitän folgen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen üben. Haggis, das ist mal ein ungewöhnlicher Name. Ich vermute schon, aber Haggis ist nur ein Spitzname. Mein richtiger Name ist Herz, Leber und Niere, gekocht im Magen des Tieres McMutton. Oh, deine Eltern hatten also ein Mädchen erwartet. Ei. Was ist denn das für ein blaues Zeug in dem Glas? Ah, der gute alte Kammsaft. Ist eine feurige Brühe, in deren vergorenen Schaum schon manch Seemann seinen Meister gefunden hat. Es verbrennt dir die Kehle, es sei denn, du spülst mit Haarfestiger nach. Okay. Das ist wirklich eine hübsche Schere. Ei, es ist meine beste. Die schneidet durch fast alles. Warum steckt sie in der Decke? Manchmal schneide ich die Haare mit solch unglaublicher Geschwindigkeit, dass mir die Schere aus den Fingern gleitet. Könnte ich mir die Schere mal für eine Minute leihen? Tut mir leid, nein. Sie hat einen zu großen Wert für mich. Weißt du, die schneidet nämlich fast alles durch. Ja, ich glaube, das erwähntest du bereits. Ja. Wenn ich bedenke, was ich alles mit der Schere anfangen könnte. Ei, die Schere ist einfach zu gut. Ich könnte schon einen Haarschnitt gebrauchen. Setz dich, Bürschchen, und ich verpasse dir einen feinen Schnitt. Wenn wir jetzt am Hebel ziehen. Finger weg von diesem Hebel. Ja, dann werden wir auf jeden Fall hochkommen zur Schere. Briefbeschwerer, können wir den wegmachen, um ihn abzulenken? Ich komme nicht dran. Ich stehe zu niedrig. Ah, aber ein bisschen hochkommen wir ja.
Ach, hinweg mit diesem untauglichen Briefbeschwerer. Ich muss einen anderen finden. Aber was ist mit meinem Haarschnitt? Ich bin sofort wieder da, Jungchen. Sehr gut. Dann mal hoch mit uns, solange er noch nicht da ist. Mach mal noch ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Ja, jetzt macht das automatisch. Gut. So, Schere. Sehr schön. Und abwärts. Puh. Ich habe die ganze Insel abgesucht und konnte keinen einzigen Stein finden, der als Briefbeschwerer geeignet ist. Ich sollte mir deinen Haarschnitt dann wohl mal näher betrachten. Gerade fällt mir ein, dass ich noch einen Termin habe. Oh, ich wollte dir außerdem gerade einen französischen Zopf machen. Okay, das war's und wir haben eine coole Schere. Okay, Gold suchen und Wettbewerb gewinnen. Der Wettbewerb der Stärke. Okay, das könnte natürlich noch ein bisschen heftig werden. So, dann gehen wir mal hierher. Wo geht's denn da hin? Da geht's auch noch wieder raus. Ah, okay, ich hätte jetzt gedacht, wir kommen zum Dock hin. Und daraus? Ah, wenn wir daraus gehen, kommen wir hierher. Da war ja auch das Duell mit das Banjo-Duell. Dies sind Entfernungsmarken für den Stammwurf. Was haben wir denn da alles noch? Ja, da ist sonst nichts mehr. Oh, mysteriöse Tür. Kann man da durchgehen? Aha. Das war jetzt alles, das kann man sagen, das war jetzt absolut sinnlos. Krass bewachsener Hügel. Aha. Ah ja. Es ist ein hölzerner Sägebock, der das Rumpfass stützt. Zu schwer, das schaffe ich nicht. Hm. Können wir, ich weiß zwar nicht warum, aber können wir mit der Schere? Ich kann diesen Bock nicht mit einer Schere sägen. Ja, aber das Ding schneidet euch doch alles. Okay, wir bräuchten auf jeden Fall eine Säge. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber ja. Sie sind aus Palmen gemacht. Im Moment nehme ich am Stammwurf nicht teil. Ah, aber wir haben noch einen Gummibaum. Es krabbeln Ameisen darauf herum. Können wir durch den Gummibaum schneiden und den Gummibaum für uns verwenden? Der Baum ist zu gummiartig, um ihn mit einer Schere abzuschneiden. Hm. Sumatra Gummibaum. Gestiftet für Puerto Pollo von unserer Schwesterstadt auf Sumatra, Vacaville. Dieser Baum ist der einzige seiner Art in der gesamten westlichen Hemisphäre und steht als immerwährendes Symbol für die Freundschaft zwischen unseren beiden Städten. Karibischer Gummibaum. Einer der vielen Gummibäume, die in der gesamten Karibik verbreitet sind und als Rohstoff zum Schiffbau benutzt werden. Okay. Meine Überlegung. Gummibaum, dann könnten wir doch da ein bisschen was machen. Aber da bräuchte man anscheinend eine Säge. Wir haben zwar eine Schere, mit der wir durch alles durchschneiden können, aber anscheinend nicht durch Gummibäume. Und das mit dem Fass. Ja, keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Okay, also Dings waren wir schon. Dann fehlt uns jetzt noch... Ah, warte mal. Die Hecke, die zu der Bucht führt. Die könnten wir vielleicht mit der Schere wegschnippeln. Aber lass uns erstmal jetzt hierher gehen. Zu dieser Bucht hier. Wir haben einen Cabernet-Junge. Er ist Mitglied der geschäftigen Belegschaft von Plunder Island. Brimstone Beach Club. Speiseöl? Es ist Kokos-Speiseöl. Es ist ein Eiskübel für eine Flasche Sprudelgrog. Er ist voll mit schmutzigem Geschirr. Sprudelgrog. Okay, dann reden wir mal mit dem hier. Ja, kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Guybrush Threepwood und ich bin ein mächtiger Pirat. Threepwood? Sie müssen Skip Farnenmast Rackhams Cousin sein. Wie geht es Muffy und den Zwillingen? Wem?
Hey, heute ist ein schöner Nachmittag für den Strand. Noch nicht zu voll. Am Südstrand ist ein Kunstworkshop und ein Miesmuschelkettenbastelkurs um 2 und 4. Das Wasser ist warm und die Wellen sind nicht zu hoch. Achten Sie nur auf gelegentlich am Ufer angeschwemmte und tote Körper. Man sollte die Kinder von verfaulendem Fleisch fernhalten. Im Übrigen sollten sie sich durch die Belagerung nicht den Tag vermiesen lassen. Unter uns gesagt, die Untoten sind notorische Miesepeter. Ist schon gut, dass sie die Insel nicht übernommen haben, was? Lassen Sie mich Ihre Mitgliedskarte sehen und Sie werden sofort bedient. Mitgliedskarte? Du brauchst meine Papiere nicht zu sehen. Ich brauche Ihre Papiere nicht zu sehen. Ich bin nicht der Pirat, den du suchst. Sie sind nicht der Pirat, den ich suche. Ich kann passieren. Sie können passieren. Weitergehen. Weitergehen. Ernsthaft? Hey, Moment mal. Die Macht ist nicht mit Ihnen, Mann. So, keine Mitgliedskarte. Ich verstehe. Nun, Sir, Sie sind im Brimstone Beach Club, Teil der Freizeitgruppe für pensionierte Piraten. Es ist sehr exklusiv. Ich fürchte, wenn Sie keine Mitgliedskarte haben, können Sie keine der Annehmlichkeiten des Clubs nutzen. Ich will keine Annehmlichkeit. Ich musste eine essen, als ich in Seenot war, und es war furchtbar. Lassen Sie mich außerdem betonen, dass Sie ohne eine Mitgliedskarte keinen Zutritt zum Strand haben, keines unserer Handtücher benutzen und nichts vom Grill haben dürfen. Guten Tag. Boah, wie fies. Das ist fies. Also wir brauchen eine Mitgliedskarte und wir brauchen eine Tischreservierung für den Hähnchentyp. Ja, okay. Keine Ahnung, wo wir die herbekommen. Und eine Bedienungsanleitung für dieses Scheinwerferding, wobei wir da auch noch nicht wissen, für was. Also noch viele Sachen, wo wir noch machen können, wo wir aber im Moment noch nicht weiterkommen. Okay, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.